Ja, Freunde, wie ihr richtig gelesen habt, geht es heute mal wieder um ein Vergleichsvideo. Haben wir ziemlich selten an dieser Stelle. Könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr solche Vergleichsvideos sehen sollt und wenn, welche Tabaksorten wir vergleichen sollen. Ihr habt richtig gelesen, es geht um den Cold Sealant von Milano und um den Alfaca Kiwi. Sagen wir es einfach mal, es ist der Kampf der Giganten, weil es war ja damals schon ein ziemlicher Hype um Milano wegen dem Doppelapfel, der wesentlich besser sein soll wie der Alfaca, der seit Jahren eigentlich der beste Doppelapfel auf dem Markt war. Deswegen machen wir einfach mal einen Kampf der Giganten Milano vs. Alfaca. Servus, liebe Schicha-Freunde, willkommen zum nächsten Video von eurem Smogbuster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Heute mit Sascha und mit mir. Tobi ist nicht da, weil wir haben es schon. Wie spät haben wir es? Es ist eine unchristliche Zeit. Halb vier. Ja, es ist 3.24 Uhr. Weil ich habe die ganze Woche Spätschicht, deswegen haben wir gedacht, was sein muss, muss sein, ne? Ja, ja, haben wir uns gedacht, machen wir mal so ein schönes Vergleichsvideo. War ja ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen damals, wo wir die Wassermelonensorten verglichen haben. Jetzt mal hier die zwei, eine ausländische Version vom Alfaca versus die deutsche Alternative, den Cold Sealant von Milano. An dieser Stelle schreibt einfach mal in die Kommentare rein, falls ihr noch irgendeinen Kiwi-Tabak haben solltet oder im Regal stehen habt. Schreibt es mal unten rein, was es noch so von irgendwelchen Marken gibt, die Kiwi anbieten. Ist eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen rar auf dem Markt. Ne? Ja, also mir fällt es großartig gar keiner wirklich Kiwi ein. Kiwi ist aber eigentlich ganz geil. Ne? Kiwi ist eigentlich ganz geil, ja. Und gleich auch als erster Stelle, ich sag's schon mal vorab, falls ich Alfaca, wie auch immer, ich sag dazu einfach Alfaca, jeder sagt es ein bisschen anders. Falls ich das falsch sage, nehmt es mir nicht übel. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil bei YouTube ist zurzeit echt so ein Problem, dass man keine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein neues Video machen, wenn wir Livestream haben. Deswegen aktiviert einfach die Glocke, dann könnt ihr den Spaß umgehen, dann verpasst ihr nichts mehr von uns und alles ist gut. Ich würde sagen, reden wir nicht weiter um den Preis rum. Ich rauche hier auf der Octopus Nemo mit einem Tonkopf den Alfaca, der Juli, auf seiner Kinemod TGK 1.0. An dieser Stelle blenden wir euch erstmal den Kopfbau vom Alfaca ein. Wie ihr sehen könnt, ist es noch dieser rote Schnitt, also wie gesagt, es ist ausländischer aus Ägypten. Ist noch der richtig schöne rote Molasse und was will man dazu sagen, Alfaca, so sagen wir mittelmäßig bis eher in die feine Richtung, ist ein bisschen was Gröberes dabei, ein paar Blattadern, aber ansonsten für Kopfbau, für Tonkopf, also für das ganz normale Standard-Setup, vollkommen geeignet. Genau, und dann zu meinem, wir haben das apropos beides, wie ihr sehen könnt, im Tonkopf gebaut, wir wollen natürlich das so, sagen wir mal gleichmäßig, wie es geht, gestalten. Ich auch auf dem Batscher Tonkopf. Schnitt habt ihr ja auch gesehen oder seht ihr gerade eingeblendet von Milano. Milano ist eigentlich auch sehr, sehr gut, wird schon in der Goldklasse 1 ist das Ganze. Ein paar Ästchen sind drin, muss ich sagen. Schnitt ist eigentlich auch mittel, fein bis mittel. Wie gesagt, ein paar Ästchen sind drin. Ich glaube, die zwei nehmen sich vom Schnitt her nicht viel. Ja, auf jeden Fall. Molasse ist auch sehr, sehr gut eingezogen. Und geliefert wird das Ganze, apropos, wie ihr hier schön sehen könnt, in so einer Metalldose. Ja. Das ist mal was Außergewöhnliches. An dieser Stelle ist noch zu sagen, wir haben den Tabak jetzt ungefähr schon seit, sagen wir mal, ein, zwei Monaten rumstehen. Wir können sagen, also was unsere Meinung jetzt ist, ihr könnt den Tabak safe drinnen lagern. Also da sifft nichts raus oder sonstiges, haben wir keine Probleme mit. Nee. Aber ich würde dennoch empfehlen, das Ganze eigentlich im Zimmer umzufüllen und dann läuft die ganze Geschichte. Ja, Freunde, würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die OVPs an. Von Alfaca, wie man es gewohnt ist, einfach diese Plastikdose, die etwas neuere. Das ist quasi eine Dose in der Dose. Da zieht man oben einfach die Folie ab und hat unten drunter gleich den rauchfertigen Tabak. Einfach mal umrühren, dann kann man losrauchen. Und ansonsten, es ist ausländischer aus Ägypten. Oh, so schön. Richtig schön, weil da einfach noch die Früchte drauf sind. Und man sieht auf den ersten Blick, okay, das ist Kiwi. Sieht einfach mega geil aus, leider wegen dem TBD2-Gesetz bei Milano nicht mehr der Fall. Genau, schauen wir uns gleich noch die Milano-Dose an. Ihr seht es ja gerade, beide Dosen schön am Drehen. In grün gestalten ist ein sehr, sehr schönes Grün, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. M64, Cold Sealant steht drauf. Ansonsten 200 Gramm, 16,95 €. Das Milano-Emblem drauf und wirklich eine sehr, sehr schöne Metalldose an dieser Stelle. Sascha, wie viel hast du gezahlt für den? Genau, also eigentlich kostet der Alfaca ja in Deutschland, ich weiß nicht, sind es die 250 Gramm, wo 16,90 kostet? 200 Gramm, glaube ich. 17,90 kostet. 17,90, 250 Gramm, ne? Ich habe den jetzt halt, wie mir von meiner Mutter aus Ägypten mitbringen lassen. Ich habe für die Dose 10 Euro gezahlt. Ist eigentlich für ausländische Preise recht teuer, aber ich war persönlich nicht dabei. Der wollte ja noch mehr eigentlich. Der wollte ja, glaube ich, anfangs für Dose 20 Euro oder sowas. Sag ich gesagt, meine Mutter gesagt, lass ihn nicht abzocken, 10 Euro ist in Ordnung. Wenn ich persönlich dabei gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich für 5 Euro geholt, weil ich mich nicht verarschen lasse. Aber ich wollte jetzt nicht meiner Mutter sagen, ja, handel da jetzt ewig rum. Ich habe gesagt, pass auf, 10 Euro ist verkraftbar, nimm mit. Genau. Genau. So, an dieser Stelle würde ich sagen, schauen wir uns mal den Rauch von beiden an.
Rauchtechnisch muss ich aber an dieser Stelle sagen, geben sich beide eigentlich nicht viel. Die rauchen das eigentlich beide identisch, sehr gut. Ja. Und muss auch gleich an dieser Stelle sagen, lassen sich beide wirklich smooth rauchen. Also smooth. Smooth, ja, richtig smooth. Smooth, smooth, ja, butterweich. Also kein Kratzen, kein Drücken. Wir geben den eigentlich echt relativ gut Hitze. Ist ja nicht ganz in der Mitte, aber auch nicht ganz am Rand. Vertragen echt beide gut Hitze und sind, ja, lassen sich einfach butterweich rauchen, würde ich sagen. Oh, Schlauchtausch hier. Jawohl. Ja. Lassen sich beide gleich gut rauchen vom Drücken, Kratzen her oder sowas. Aber ja, weil Alfacher manchmal ja, das Problem. Manchmal das Problem, aber der geht wirklich gut. Also rauchtechnisch habt ihr gesehen, nehmen sich beide nicht sehr viel. Ist ja mittlerweile auch Standard, dass die deutschen Sorten ja eigentlich genauso rauchen wie die ausländischen. Und yes. Ja, würde man sagen, riechen wir gleich mal an den Döschen. Also ich kann so meinen Alfacher sagen, ich finde, man riecht so eine leichte Grundtabaknote raus. Also das ist auf jeden Fall was Herbes. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Kiwi ist, könnte ich es nicht unbedingt rausriechen. Es riecht auf jeden Fall irgendwie herb, mit was wegen Süßen dabei. Ja, chemisch kann ich nicht sagen. Es riecht doch nach einem natürlichen, aber herben Kiwi. Ja, zum Milano sozusagen. Ihr habt bei Milano auch typisch eigentlich immer diesen leichten Grundtabak-Touch mit dabei. Finde ich aber sehr, sehr angenehm, das Ganze. Und da riecht man wirklich bei Milano, dass es Kiwi ist. Also wenn mir da jemand die Dose hinstellen würde, ich würde safe sagen Kiwi. Also ja doch, da, also ich muss echt sagen, da riecht man echt die Kiwi intensive raus. Die ist auch süßer. Kommt soll sehr, ja sehr eigentlich ran, ja. Der Cold Sealant soll ja Kiwi-Menthol sein. Kiwi-Eis, Kiwi-Menthol, genau. Muss ich sagen, von der Mentholnote rieche ich eigentlich gar nichts. Also ich merke auch rein gar nichts in die Augen. Es riecht einfach nach einer, ja doch, süßen, aber auch nicht chemischen Kiwi. Also riecht sehr gut. Vom Geruch her finde ich jetzt ein Milano, weil er wegen süßer ist, schon mal besser an dieser Stelle. Willst du anfangen mit dem... Ne, ich fange an mit dem Alfacher, dass wir da gleich mal weitermachen. Alfacher, verträgt sehr, sehr gut Hitze. Drückt auch nicht, wie gesagt. Und vom Geschmack her, muss ich sagen, kommt es eigentlich dem Geruch sehr, sehr nahe. Ich finde, ihr habt schon in die Art eine Kiwi-Richtung, aber die Kiwi, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die Kiwi geht eher ins Seidige über. Also es ist keine authentische Kiwi, sondern die ist eher, die ist sehr, sehr süß gehalten und geht eher ins Seidige. Also so würde ich das jetzt beschreiben. Wenn ich nicht wüsste, dass Kiwi drin ist, denke ich, würde es nicht rausschmecken. Ja. Komm ich gleich mal zu Milano. Ich muss sagen, bei Milano ist doch was Süßlicheres dabei und auch nicht wie im Geruch. Kommt die Mentholnote doch etwas zum Vorschein. Es ist was leicht Frisches im Hals, aber ich muss sagen, das ist wie bei den Amok-Sorten, es ist so eine angenehme Frische. Das ist nicht übertrieben, sondern ganz leicht im Hals. Genauso finde ich es perfekt. Nicht zu krass, nicht zu schwach, ist voll in Ordnung. Er ist im Vergleich zum Alfacher, finde ich, etwas süßer und schmeckt ein bisschen nicht so chemisch, nicht so seifig. Schmeckt eigentlich nach dem, was es schmecken soll, aber ich sag gleich von Anfang an, wie wir die Dose bekommen haben, ich habe dann gerochen, ich so, geil, will ich rauchen, haben den geraucht, erster Kopf, boah, ist der geil, zweiter Kopf, dritter Kopf, und jetzt muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob es an Kiwi-Flavor liegt, ich weiß nicht, Kiwi ist auch nicht jenseits Ding, aber Kiwi ist jetzt nicht so unbedingt meins, wo ich sagen könnte, pass auf, kann ich in der Woche safe zwei Dosen wegknallen. Das ist bei mir sowas vielleicht ein, zweimal im Monat, ich sage es echt wirklich im Monat, weil ich weiß nicht, ob es am Tabak liegt oder am Kiwi-Flavor, aber es ist nicht meins. Also ich könnte es nicht jeden Tag rauchen. Irgendwann nervt nämlich einfach der Geschmack. Aber es schmeckt nach dem, was es schmecken soll. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Alfacher und Milano, sage ich ganz klar Milano. Weil der wirklich süßer ist und nicht so chemisch und nicht ganz so herb. Also er ist herb, aber trotzdem hat er mehr Süße dabei wie der Alfacher. Genau, an dieser Stelle, denke ich, hätten wir alles abgearbeitet. Mir hoffen natürlich, so ein Video hat euch auch mal gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Sascha. Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus! Servus.